Ein herzliches Willkommen zum vierten Teil unserer Opel Movano Ausbauserie. Heute geht es an die Dachfenster. Wir haben uns hier ein Skylight-Dachfenster von Carbest besorgt. Das seht ihr hier, 40x40 cm und einen Max-Fan, der im vorderen Bereich die Temperatur im Bus etwas regeln soll, statt einer Klimaanlage. Der kann Zu- und Abluft und bei Regen fährt er automatisch zu, also er hat einen Regensensor verbaut. Ob das so gut funktioniert, weiß ich noch nicht. Das werden wir heute sehen. Die bauen wir auf jeden Fall hier ins Dach ein. Und was ihr dazu braucht, ist einmal Sikaflex und einmal Dekasil. Das ist so eine Art Dichtung, die man am Schluss mit sich selbst abtupfen kann. Und das soll eine saubere Sache sein. Wir probieren es aus. Dazu natürlich ein Klebeband, dass ihr das schön abkleben könnt, keine Kratzer mit der Stichsäge in den Lack macht. Und einen Holzrahmen habe ich mir gebaut, womit wir dann das Dachfenster ins Dach bauen können. Ganz einfach aus Latten zusammengespackt, keine große Sache, ihr könnt das sicher. Jetzt geht's auch schon los, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Wir haben ja uns für eine Carbest Dachhaube entschieden, 40x40 cm. Wir haben auch uns Dometic Dachfenster angeguckt, die sind aber etwas teurer und ist die Qualität tatsächlich auch besser, und das wollte ich rausfinden. Wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Carbest Haube und ich habe ja mit dem Schlimmsten gerechnet. Die Bilder sind ja nicht so überzeugend, aber jetzt in den Händen muss ich sagen, die Qualität ist doch besser als erwartet. Es ist alles dicker und nicht so billig und zerbrechlich, wie ich gedacht habe. Und wenn sich das jetzt auch im Einbau und später in der Nutzung behauptet, dass es ja nicht immer ganz so teuer sein muss, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Dabei ist auch gleich, und das muss man meistens bei Dometic dazu kaufen, hier ein ganz normales Abdunklungsrollo und ein Fliegennetz, das man auch irgendwie öffnen kann, mit einem Magnetverschluss. Genau, so kann man es ganz aufmachen. Und ich muss sagen, für den Preis ist das wirklich, wirklich eine gute Sache. Jetzt schauen wir uns noch an. Ich habe ja hier einen Holzrahmen gebaut, der dann genau, wenn man das so nimmt, hier einmal dann zu dem Dachfenster passen muss. Und so wird das dann im Grunde jetzt ins Dach gebaut. Und das machen wir jetzt. Okay, ich nehme jetzt den Holzrahmen und ich habe jetzt hier mir die Mitte ausgemessen. Und da male ich mir jetzt mit meinem Filzstift oder mit meinem Edding, male ich mir jetzt hier erstmal die Kontur meines Holzrahmens ab. Und dann bohre ich im Grunde die Ecken auf. Und dann weiß ich oben, wo meine vier Ecken sind. Und die verbinde ich dann miteinander. Und dann messe ich jetzt das nochmal aus, wenn der Rahmen weg ist. Okay, also ich habe das jetzt hier mal angezeichnet. Das muss ich jetzt hier noch verbinden. Und dann haben wir hier im Grunde die vier Ecken. Und wir messen jetzt hier mal diesen Holm. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier ist eine Einbuchtung. Und ich messe jetzt mal diesen Holm und das jeweils an jeder vier Ecken. Und dann weiß ich, ob der Rahmen mittig war oder ob das gar nicht passen würde. Aber ich denke, ich habe mir hier nämlich immer die Mitte vom Auto angezeichnet. Das passt. Also das kriegen wir so hin. So, wir kleben jetzt hier schön die angezeichnete Linie ab. Und dann machen wir hier hoffentlich keine Kratzer in den Lack rein. Wir haben jetzt vier Löcher hier reingebohrt, also damit wir die Kanten haben sozusagen. Und damit jetzt keine Späne hier reinfallen, unseren neuen Boden ruinieren. Oder alles das Rosten anfängt durch die Feuchtigkeit, haben wir jetzt hier so eine Folie reingeklebt. Und die nehmen wir dann so als Müllsack dann zusammen mit den ganzen Spänen und transportieren die raus aus dem Auto. Weil ich auch immer glaube, dass man nie alle Späne beim Saugen erwischt. Aber ich werde oben beim Schneiden mit einem Sauger trotzdem nochmal dran halten, damit wir alle Späne so gut wie es geht auffangen. Und hier die Folie schützt dann nochmal, dass es eben nicht auf den Boden fällt und alles eingetreten wird. Das wäre sehr, sehr schade. Und jetzt gehen wir aufs Dach. Bei den Sicken, dass man hier die Säge gut festhält, weil man ja doch anheben muss. Und ansonsten lässt sich das aber sehr, sehr gut schneiden.
haben jetzt hier so ein handelsübliches Wattestäbchen und da machen wir jetzt einmal hier die Kante mit diesem Hamaritlack und tupfen die einmal ab, lassen es antrocknen. Und das darf ruhig auch mehr sein, das dürft ihr auch gerne zweimal machen und dann rostet hier auch die Kante nicht ab. Wir haben jetzt hier Sikaflex 554 Wetter zum Einkleben von Fenstern, witterungsbeständiger Kleber und da machen wir jetzt erstmal hier eine dicke Bahn, damit wir erstmal im Grunde eine Grundklebefläche haben. So sieht jetzt das Fenster aus. Jetzt kommt das Ganze in Richtung, also mit den Scharnieren in Richtung Fahrtrichtung, einmal auf diese dicke Klebenaht. Und jetzt zeigt sich, ob wir gut gearbeitet haben oder ob das so nichts wird. Okay, den Holzrahmen kleben wir jetzt hier auch nochmal in das Dach rein. Und dann kommen ja schon die Schrauben und ziehen das Ganze dann einmal fest. So, Dachhaube ist festgeschraubt und jetzt machen wir hier noch eine sehr schöne Nut mit Dekasil, also so eine Dichtung, die hier schön nochmal drunter läuft. Und ich gebe mir jetzt mal ganz viel Mühe, aber ich glaube, dass ich werde nicht durchziehen. So, liebe Leute der seichten Unterhaltung, wir machen weiter und zwar mache ich gleich das Seitenfenster rein. Entschieden habe ich mich hier für ein 90 x 45 cm großes Seitenfenster, das kann man aufstellen, ist schon getönt. Und dazu habe ich mir gleich wieder einen Holzrahmen gebaut. Das ist auch sehr, sehr simpel. Ich filme das nicht, weil ihr hier einfach nur so Kanthölzer zusammenschraubt. Und ihr seht schon, ich habe hier einfach zwei Schrauben reingebohrt, vorgebohrt und dann reingeschraubt. Also kein großes Werk, aber jetzt nehme ich den Rahmen und zeichne mir mal innen den so an, wie ich den brauche. Und dann sägen wir das Ganze einfach wieder aus. Wir bohren jetzt hier die Ecken auf und vorher habe ich natürlich den Abstand wieder gemessen von der oberen Kante, dass das gleich ist. Dann bohre ich hier jetzt die vier Löcher in die Ecken und dann male ich von außen nochmal den Rahmen auf, klebe alles ab und säge es aus. So, wir haben jetzt hier noch diese Verstrebungen drin und diese Versteifungen, dass das Blech hier nicht mehr schwingt. Das ist jetzt überflüssig und stört beim Sägen, weil ja hier dann der Versteifungsrahmen dazu kommt, also der Fensterrahmen. Und dementsprechend bohrt man jetzt hier diese Schweißnähte raus, diese Schweißstellen. Und dann ist dahinter so ein Kleber und der bricht ganz leicht und den kann man dann abreißen und die bohren wir jetzt noch auf. Auch der große Moment. Blech ist raus. Jetzt schauen, ob das Fenster passt. Ich habe diesmal richtig Schiss. Beim Dachfenster war es ja sehr klein, die Fläche.
Aber jetzt. So, der Moment ist gekommen, ich habe alles entgradet und jetzt stecken wir das Fenster mal Probe. Natürlich müssen wir die gesägte Kante noch vorher wieder abtupfen mit Lack, dann ein bisschen trocknen lassen und dann kleben wir das Fenster ein. Wahnsinn. Das passt wie angegossen rein. Wie angegossen. Jetzt muss dann nur noch der Hilfsrahmen drüber passen und dann sehr, sehr cool. Wir haben jetzt hier ringsherum um das Fenster eine Dichtung laufen. Da müsst ihr schauen, dass die ordentlich in der Fuge drin ist. Wenn nicht, einfach mal reindrücken. Und dann liegt die auch sauber auf und dann kommt es zu keiner Undichtigkeit. So, zum Einkleben nehme ich wieder Dekalin. Das quillt auch wieder ein bisschen auf. Das heißt, ich mache jetzt eine Runde, dann warte ich ein bisschen, dass das ein bisschen aufgeht und mache gegebenenfalls noch einen zweiten. Vor allem oben und unten, das, wo das Wasser steht, nicht undicht wird. So, der Kleber ist aufgetragen und jetzt müssen wir natürlich hier mit der richtigen Richtung, also mit dem Griff nach unten, das Fenster hier einbauen. So, es quillt überall schön raus. Liegt gut an. Und ist drin. So, und jetzt schrauben wir den Rahmen innen rein, kleben ihn rein und dann zieht sich das ran. Dazu nehme ich Sikaflex wieder 5 und 4 Konstruktionskleber und dann klebe ich das Ding einfach in das Fenster. Da ist jetzt so eine Klammer und damit die unten nicht eingedrückt wird, stößt die hier an und dann dreht man hier eine Mutter drauf. Die ist dann später dafür da, dass man den Rahmen mit der Sonnenblende einschrauben kann. Ich mache das jetzt erstmal nur über Kreuz, dann schauen wir mal außen, wie es aussieht. Und vor allem, ob das Fenster noch aufgeht oder ob es sich verspannt. Das wäre noch sehr interessant zu wissen. Schauen wir gleich mal. Haut hin. Super. So Leute, wir haben jetzt wirklich alles eingebaut, was an Fenstern, Seitenfenstern, Dachfenster soweit vorhanden war. Den Dachlüfter kann ich wegen Temperatur und Witterungsbedingungen nicht einbauen. Ich wollte aber schon ein extra Video dafür machen. Ihr schreibt mir jetzt einfach mal unten in die Kommentare, ob euch ein extra Video dafür interessiert oder ob ich den einfach mal in Schnelle einbauen soll und dann euch die Funktion zeigen soll. Wir haben jetzt hier im Hintergrund noch ein Bettfenster eingebaut. Das ist für den Schlafbereich und passt genau in diesen Ausschnitt rein. Und das zeige ich euch jetzt mal und ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie jetzt das Endergebnis aussieht und ich bin auf eure Meinung gespannt. So, das ist jetzt das hintere Fenster und ihr seht schon, es hat genau hier in den Ausschnitt reingepasst. Ich bin echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde nämlich immer, dass man zum Bett oder in dem Schlafbereich auch ein Fenster braucht, damit man mal
die Aussicht genießen kann. Ich weiß noch, wie wir mit dem Pajero direkt am Meer gestanden waren. Und es war so genial, einfach aus dem Fenster zu gucken und die Wellen zu sehen. Und ich dachte, das bauen wir jetzt in diesem Bus auch wieder ein. Ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Die Funktion ist wieder ganz leicht. Wir haben hier ein Fliegenschutzgitter direkt mit verbaut und können das ganz einfach hochfahren. Und unten haben wir dann auch nochmal so eine Rollo, die wir zumachen können. Und das ist alles schon beim Fenster mit dabei. Ich verlinke euch das mal unten auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Jetzt schauen wir uns mal das vordere Fenster an. Das haben wir in dem Video hier auch noch eingebaut. Und ihr seht schon, das sieht richtig, richtig gut aus, hat perfekt reingepasst. Die Streben mussten wir herausnehmen. Das habt ihr ja gesehen, das sieht man jetzt hier. Und das muss ich nochmal lackieren. Und ansonsten gleiche Funktion, Fliegenschutzgitter und Rollo ist mit drin. Und das sieht schon ziemlich cool aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir hier hinten noch unser Dachfenster eingebaut. Und es hat jetzt wirklich in den letzten Tagen sehr, sehr viel geregnet. Das Wetter war wirklich ekelhaft. Und das Fenster ist super dicht, alles gut. Und ich bin sehr, sehr happy, dass es nicht reingeregnet hat. Für mich war das jetzt auch das erste Mal Dachfenster einbauen. Und das kann sich schon sehen lassen. Und ich bin auch froh, dass alles soweit dicht ist. So Leute, das soll schon gewesen sein. Ihr habt alles gesehen, außer den Dachventilator. Den baue ich auf jeden Fall in den nächsten Videos ein, wenn ihr das wünscht. Ansonsten mache ich das mal nebenbei. Ich habe es leider nicht machen können, wegen den Temperaturen, wegen der Witterungsbedingungen. Denn der Kleber wird dann einfach nicht halten oder diese Dichtmasse. Und ich will nicht, dass es dann im Sommer undicht wird. Also lasse ich es lieber, mach's irgendwann später und beende jetzt hiermit das Video. Schreibt mir gerne auf jeden Fall in das Video oder unter das Video, wie ihr das Video fandet, was ihr gerne gesehen hättet oder was ich einfach falsch gemacht habe. Das höre ich auch immer wieder gerne. Dann kann ich nämlich dazulernen und dann denke ich darüber das nächste Mal besser nach. Also ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Bis dahin und tschüss.